Gegen einen Typen kämpfen wir jetzt. Ach, unsere Werte sind immer noch viel besser als seine. Ich lasse es einfach mal auf 4. Irgendwelche Typen, die keiner kennt. Oh, er hat zurückgeschlagen. Der hält aber ein bisschen was aus. Der hat auch ein paar Tricks drauf. Aber ich glaube, das wird er nicht packen hier. Der hält wahrscheinlich nicht mal die 4 Runden durch. Okay. Und das war irgendein Typ. Und wir fühlen uns wieder gut. Wie viel brauche ich zum nächsten Schritt? 16. Okay. Wir sind schon bei Tag 99. Jetzt fängt ja demnächst Ultimate Fight an heute. Und wir müssen nochmal an den Punching Ball. Müssen wir jetzt die Werte wieder auf 6 kriegen und dann können wir es mal versuchen in der Ultimate Fight. Ich muss auch, glaube ich, mal anfangen, diese Verbrecher zu verprügeln. Ich muss aufhören, mich von denen terrorisieren zu lassen. Aber dazu muss ich besser werden. So, wir ruhen uns mal lieber noch ein bisschen aus. Könnte nämlich durchaus sein, dass es dass auf unsere Ausdauer geht, wenn wir nicht ausgeruht sind. Wer weiß das schon? Ach, so ist die normale Liga. Die normale Liga kann auch ein bisschen warten. Ich liefere lieber noch ein bisschen Pizza aus. Ah, heute ist ein Ultimate Fight. Ach Mist, hätte ich genug Geld gehabt, hätte ich gestern die Handtraining machen können, heute noch. Aber vielleicht kann ich das Handtraining machen, dann oben irgendeinen Typen wieder umhauen. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch genug für die nächste Stufe. Dann muss ich noch kurz was essen. Stopp. Muss nur dafür sorgen, dass meine Werte wieder schnell genug hochgehen. Auf zur Muckibude. Handpads. Gewonnen. So, jetzt gehen wir schnell zur Bar. Hast du jemand gegen mich, Tyler? Kann ich hier Geld einsetzen? Okay. 355, ja, den hauen wir bestimmt um. Schon wieder Klaus. Habe ich den nicht schon mal platt gemacht? Der lernt es einfach nicht, der Klaus. Er hat aber mehr Leben als wir. Klaus wird bestimmt müde, bevor das zu Ende ist. Obwohl, unsere Ausdauer ist relativ identisch. Jetzt ist meine Ausdauer deutlich besser als er. Ich habe auch mehr Leben. Ah, jetzt. Wenn ich mehr zutrete, wird's enger für ihn. Und da hat sie ihn umgehauen. Letzte Runde. Ihm geht's nicht gut. Aber er könnte die Runde wenigstens durchstehen. Ich glaube aber nicht. Wenn ich noch zweimal treffe, war es das. Wenn ich mal zuschlagen würde. Er hat mit einem HP hat er überlebt. Und wir haben die 4 Kekse, die wir brauchen. Und ich kann mir endlich aktives Talent den nächsten holen. Sehr gut. Dann kann ich, was gibt's denn hier noch? Demoralisieren. Ah. Oh, guck mal, Reis ist. Noch mehr geschickt. Gibt's auch Sklave des Windes? Abschneider.
Ach, oh, oh. Windstrom ausweichen. Kostet weniger Energie, ist aber sehr geschickabhängig. Ich glaube, ich sollte danach, wenn ich einen Techniker habe, mal hier runtergehen, auf Fall nicht hin. Auf das, dann muss ich bloß mein Geschick auf 8 trainieren und dann bleibt das auf 8. Wäre vielleicht echt praktisch. So, nur kurz was essen. Dann trainieren wir uns nochmal kurz hoch. Ach Mist, hat nicht gereicht. Ich gehe nochmal kurz an das Ding. Das macht ja alles hoch, vielleicht reicht es ja dann gleich. Ja, es hat genau gereicht. Okay. Wir kämpfen gegen einen Punk. Und ich kann den hohen Rückhandschlag dazu nehmen. Der könnte. Das könnte. Hat der viel Leben? Warum hat er so viel Leben? Und der hat auch sehr hohe Ausdauer. Ich mach mal nur das. Oh, guck mal. Wir haben erst eine Viertelrunde und seine Ausdauer schon fast zur Hälfte runter. Er haut aber wieder richtig zu. Also er hat 30 abgezogen. Wir haben aber auch 30 von ihm abgezogen, muss ich sagen. Der hat gerade mit einem Treffer 17 Schaden gemacht. Und wir haben gerade mit einem Schlag 17 Schaden bei ihm gemacht. 21 mit einem Treffer. Autsch, 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 autsch. Der haut uns um. Und er hat uns umgehauen, wir haben verloren. 60 Leben. Wir kriegen trotzdem $20. Wie stehen wir denn jetzt in der Kampfliga? Immer noch 75 Punkte. Irgendwelche negativen Effekte? Nö. Ach, wir verlieren bloß haufenweise Leben, aber ansonsten. Naja, das ist nichts, was wir nicht durch ein bisschen Schlaf wieder kurieren können. Wir kriegen trotzdem Talentpunkte. Okay, ich will auf jeden Fall Fall nicht hin 2 haben. Dann brauche ich nämlich Geschick erstmal nicht mehr trainieren. Und ich glaube, ich sollte wirklich öfter im Hinterhof kämpfen. Nicht erst nur, wenn meine Laune im Keller ist. Zweimal am Tag arbeiten gehen sollte reichen. Einkaufen. Handpads mit Silber. Der Punk hat uns umgehauen, so ein Ärger. Auf zur Bar. Ah, ich darf nur begrenzt. Ist auch ärgerlich, wusste ich nicht. Ich kann nicht endlos da auf die Leute einschlagen. Muss auch mal ein bisschen warten. Müssen wir halt wieder trainieren. Werde es gleich wieder auf 6. Dann könnte ich vielleicht mich doch gleich nochmal zu den Dingern anmelden. Warte mal, vielleicht kann ich das auch gleich machen. Kann ich eigentlich in der Amateurliga weitermachen? Jetzt habe ich bestimmt eine Chance. Vielleicht muss ich auch bei Roy nochmal nachfragen wegen Sparring. Werten von 6 müsste ich ihn packen. Wir arbeiten jetzt noch, bis wir müde sind. Oder hungrig, oder beides. Ich komme irgendwie nicht über die Werte von 6.
gehe nochmal zu Roy. Frag mal, ob ich irgendwas machen kann. Roy, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen, sei kein Hasenfuß. Oh, du hast es schon gewollt, Kumpel, auf geht's. Meine Fäuste haben drauf gewartet. Ah! Sehr geil. Und ja, diese demoralisieren noch. Aber diesmal haben wir die Gegenreaktion. Oh, eine 9er-Kombo, sehr gut. Und er verletzt sich selber, wenn er uns nicht trifft. Es ist zwar nur wenig, aber ich denke mal, das macht auch was aus. Ach, das ist nur eine Runde. Oh, und da kriege ich auch Laune. Sehr gut. Kann ich mir auch mehr Punkte dazu holen. Oh, ich habe noch gar nichts gegessen. Ich bin so ein Held vom Erdbeerfeld. Wir melden uns jetzt mal an. Machen nochmal die Handpads. Ah, ich dachte, gegen Roy kriege ich dann wenigstens mehr. Müssen wir wieder nach Hause, müssen wir wieder essen. Braucht noch gar nichts zu essen. So, jetzt kommt wieder die Schlafphase, dann kommt wieder die Trainingsphase und dann kommt... Ah, ich weiß nicht. Ultimate Fights bin ich nicht stark genug. Dieser Herr Punk war ziemlich stark, muss ich sagen. Wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Ich glaube mal nicht. Der heißt wahrscheinlich einfach nur Punk. Aber ich möchte die Werte auf 6 behalten. Ich muss auch mal nach der Pizza Speziale fragen, was das ist. So, Ultimate Fights, wir müssen es mitnehmen, wir kämpfen schon wieder gegen Punk. Ich habe das Gefühl, der ist noch stärker geworden als das letzte Mal. Ich lasse es mal auf der Geschwindigkeit. Der wird uns wenn er uns nicht so häufig hintereinander trifft. Oh, wir haben ihn in der ersten Runde zu Fall gebracht. Wahnsinn. Wir haben ihn nochmal umgehauen. Ui, das war ein echt guter... Hat er gerade 9 Stärke? Hat er noch mehr Stärke als beim letzten Mal? Wieso regeneriert er eigentlich mit einmal so viel? Ach, der hat dieses Angriff überspringen. Nein, lass dich nicht treffen. Das tut dir zu sehr weh. Ich glaube, da hat das letzte Mal weniger Stärke gehabt, oder? Egal, wenn wir verlieren, ist es halt so. Und wir sind am Boden. Wir kriegen trotzdem 20 Dollar. Verletzung, du wurdest verletzt. Du brauchst etwas Ruhe. Was? Oh nein, gebrochener Arm. Das juckt wie verrückt. Dein Arm mit zu trainieren ist daher weniger wirksam. Mist. Ach, so ein Mist. Hätte ich das gewusst. Ja. Habe ich mir halt einen Arm beim Training gebrochen. Obwohl. Was mache ich da zu Hause? Mit einem gebrochenen Arm kann ich genauso gut arbeiten gehen. Hey Junge, das sieht ja furchtbar aus. Was passiert? Ist nur ein Kratzer. Nicht der Rede wert. Ich habe immer noch die Macht von Grayskull. Was immer du sagst, Junge. Die Wunde sieht trotzdem ziemlich gefährlich aus. Ich würde mir das... von jemand untersuchen lassen. Wo finde ich jemanden? Versuch's mal in Chinatown. Der Doktor heißt bekannt für seine Heilkräfte und seinen Reisschnaps. Danke, Casey. Vielleicht sollte ich wirklich mal dahin. Kein Problem, Junge. Pass auf dich auf. Hm? Ah, Chinatown. Wie cool. Wie geil. Kommt immer mehr dazu. Wie sieht's denn hier aus? Gibt's hier eine Blume? Der Drunken Master. Oh, wie cool. Hi, ich habe mich verletzt. Kannst du mir helfen? Wir reden Japaner, weiß nicht. Klar, ich kenne ein paar alte Zaubersprüche, aber ich brauche ein Wort, bestimmte Zutaten. Akupunktur. Mit Akupunktur kannst du alle Verletzungen heilen. 70 Dollar. Nee. Schade, ich dachte, ich krieg da, kann da irgendwelche besonderen Heilkräfte oder so kaufen. Achso, ja, ich wollte ja arbeiten gehen eigentlich. Ich verschwende nur die ganze Zeit mein Geld, indem ich in der Stadt rumkruse. Oh nein, und... heute ist auch noch der Kampf in der Amateurliga und ich bin verletzt. Naja, ist halt so.
So, das muss reichen. Okay, sich zusammenschlagen lassen ist unerwarteterweise doch keine gute Idee. Also müssen wir wirklich mal überlegen, was wir hier tun. Natürlich, die Handpads nehme ich trotzdem weiter mit. Wie viel brauche ich eigentlich? 17. Dann kann ich den Techniker holen. Zur Bar gehe ich trotzdem. Ich will da noch mehr Kekse. Tyler. Okay.